Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Do What You Can't. Die Playlist, die euch am meisten Spaß macht und mir am meisten wehtut. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen in den letzten Videos. Warum auch immer habe ich angefangen, mich wieder auszuhaken und ein bisschen zu freestylen. Und eine Sache, die ich seitdem ich am Kitesurfen bin, mir überhaupt nicht vorstellen kann, ist ein Handlebar-Sprung. Und das üben wir heute. Moin! Hey Marco, du kannst einen Handlebar-Sprung, ne? Ja, so ein bisschen. Kannst du mal erklären, wie das geht? Mach mal also Ton an. Nee, nee, nee. So, das kriege ich noch hin. Das ist, Boah, mach doch lieber aus die Musik, das ist furchtbar. So, das okay. Ist Rayleigh. Und das ist ein Blind Judge? Ja, der Blind Judge ist quasi ein Religion Blind. Aber das ist okay. Das ist ja eine halbe Rotation eigentlich, ne? Ja, der Pass. Aber das ist wohl ein Handlepass, oder nicht? Der Pass ist noch in der Luft. Du kannst aber erstmal anfangen mit einem Rally to Blind. Da machst du gar keinen Pass. Das wäre jetzt ein Handlepass. Oder ja, was? Ja, das ist ein Blind Judge 3. Weil du dich da um 360 Grad gedreht hast. Das ist ein bisschen schwer so. Warte mal, das kriegen wir nachgemacht mit einer. Ich hole mal eine Bar von hinten. Ja, 180 Grad. Ich habe nämlich gedacht, dass ich nach. Ich mache ein Rally, also ich hake mich aus, mache ein Rally nach. Also ich fahre in die Richtung. Ja. Mach den Rally und dann muss ich die Bar zur Hüfte rüberziehen, oder? Oder nicht? Das machen wir nur beim Backrow. Ist man, oder gar nicht. Ich habe das irgendwie in Erinnerung, um die Drehung in der Luft hinzubekommen, muss ich die Bar ja irgendwo hinziehen, oder nicht? Genau, du nimmst das Board als Schwung mit. Was möchtest du denn machen? Ich will abspringen, mit der Luft drehen. Also du willst nicht Rally Blind machen, ne? Ja, die Frage, normalerweise. Ich glaube, Rally to Blind ist eigentlich, wäre der richtige, also wir müssen das ja eigentlich aufteilen, oder nicht? Also sprich, ich hake mich aus, ja. Spring, und muss die Rotation einleiten und wenn ich nur so landen würde, das wäre schon richtig viel wert. Ja, also normalerweise machst du den Blind Jump schrittweise. Du lernst erst den Rally, dann den Rally to Blind, ja. Und dann kommt der Blind Judge. Das heißt, heute würde ich mit dir mit dem Blind Judge. Aber Rally to Blind wäre, also, nee, oder wäre Rally to Blind jetzt besser? Rally to Blind. Erst wenn du den Rally to Blind kannst, würde ich mit dem Blind Judge anfangen. Ja, dann machen wir das. So. Also Rally to Blind ist, du machst einen ganz normalen Rally, ja. Drehst dein Board ein bisschen, also schmeißt dein Board ein bisschen weiter nach hinten. Aber wenn du richtig ankannst, wird dein Board eh nach hinten geschmissen, oder ja. Nicht? Ja. Du drehst die Hüfte ein bisschen ein, damit du quasi Schwung holst. Ach, du holst Schwung für die Rotation. Richtig. Um dich dann mit den Armen zu deiner Schwunghüfte, sage ich mal, wenn du nach rechts fährst, ich bin jetzt in dieser Fahrrichtung, holst du aus mit also deinem Board. Also richtig rauspoppen, Fuß geht nach hinten. Genau. Streckst den Körper einmal durch. Fuß geht quasi weit nach hinten. Ja. Und dann ziehst du die Bar zur Hüfte. Ja. Um gleichzeitig die linke Hand loszulassen. Ne? Ja. Also ziehen. Und dann landest du, jetzt dreh ich schon rum. Ist das eigentlich der Moment, wo man sich die Schulter verletzt? Da, wo du es gerade festhältst? Nein, gar nicht. So, nochmal. Rechtes Bein nach hinten, Schwung holen, ranziehen. Sobald du merkst, es ist schwierig zu sagen, wann du die Hand loslässt. Ja. Aber ich sag mal, sobald du in der Nähe der Hüfte bist, ist das so eine fließende Bewegung. Lass dich los. Beim Rumdrehen drehst du die Bar und landest quasi so. Ja. Ja. Und jetzt würdest du einfach nur den Surface Pass. Während ich noch im Wasser bin. Genau, du greifst die Bar von unten. Wenn du so landest, versuch sie nicht von oben zu greifen. Sondern greifst sie von unten und dann drehst du sie wieder. Dann hast du sie quasi einmal richtig rumgedreht. Okay. Ja. Also, rauspoppen, reindrehen, zack. Das ist die Bewegung. Aber dabei schön zur Hüfte ziehen. Also nochmal.
Also ich, mein Rally nach links ist halt immer besser. Ich kann, ja. Backward, ich kann ja nicht alles in jede Richtung. also ich fahre nach links, hake mich aus. Ja. Warte mal, wenn ich nach da rauspoppe. Warte mal. Also ich bin ein typischer Rechtsfahrer, ich mache alles. Ja, warte mal. Also mein Rally nach rechts ist halt nicht so hoch, das ist das Problem. Nach links ist er halt recht sauber. Warte mal, also nach links. Warte mal, aber dann ist ja mein Fuß nicht da, sondern mein Fuß ist ja da. Ja, der vordere Fuß genau. Ist der Fuß, mit dem du schwimmen musst. Also ich hake mich aus, popp mich raus, mach den Rally, hol quasi Schwung und jetzt ziehe ich den linken Fuß nach vorne, greife hier von unten rein und hab's dann. Oder? War das richtig? Also ja, das war ziemlich gut. Also ich würde mich am Anfang gar nicht so auf den Pass und den Ready-to-Glide-Pass konzentrieren. Du musst die Kamera ein bisschen mehr hochhalten. Ich würde mich gar nicht so viel auf den Pass konzentrieren. Ja? Ich würde erstmal versuchen, mit einer Hand zu landen. Ja, also aushaken, rüber. Genau, dieses Mal, so, wenn ich so... Das siehst du ja ganz oft, wenn die Leute das üben, dass sie erstmal noch so ein ganzes Stück fahren irgendwie. Ja, das und dann ziemlich lange brauchen zu übergeben, ne? Das ist aber es wäre nicht schlimm halt. Mach's nochmal. Aushaken und dann so. Genau. Und auch was mir das nämlich ein Eierauge in also raus. Ja. So, also. Ready. Und jetzt so. Ja. Bei der Landung, so die Theorie, bei der Landung versuch dein Board nach, also downwind zu landen. Ja, aber sonst. Also, wenn du jetzt gerade gelandet bist, hättest du angekantet. Ja, wäre ich direkt gestürzt. Wärst du sofort nach hinten gegangen geworden. So, rüber, drehen. Genau, den Fuß schön weiter. Mit dem da hinten, damit ich so dem Kalk hinterher fahre. Weil da habe ich auch nicht Leinspannung wahrscheinlich. Richtig. Weil wenn ich so gelandet wäre, würde ich sofort nach hinten umfallen. Ja. Also versuch, wenn du jetzt mal die Linien hier von dem Laminat als Fahrrichtung siehst, versuch richtig schön downwind zu landen, dann hast du auch Zeit, die Bar umzugreifen. So. Aushaken. Ready. So würde ich ihn verstürzen. So würde ich ihn verstürzen. Aber das kann ich, also das wird so oder so passieren. Das wird dir, also. Klar. Nur, genau, dass du dran denkst, wenn du merkst, ich sehe es ja dann gleich auch. Ja, du kannst das ja, ne? Also Rage und Blind soll ich auf jeden Fall hinkriegen. Ich bin schon der nächste Schritt. Ich bin gerade dabei, den Pass in der Luft zu machen. Ja, dann üben wir das. Komm halt nicht rum. Ja, dann gucke ich mir das bei dir an und dann gucken wir mal, wie weit ich komme heute. Gerne, ich komme voll drauf. Ja, starten wir jetzt durch. Also wir haben nicht viel Wind, wir sehen es mit einem 15er Lexus Kite draußen. Und ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Es ist verdammt kalt ohne Schuhe. Also wenn ich Marco da hinten sehe, habe ich sogar das Gefühl, dass der Wind nicht ausreicht. Wäre echt ärgerlich für dieses Video. Ja, sauber. Ja, das kriegen wir auch hin, oder? Wir haben echt wenig Wind, das ist echt schade. Hat aber den Vorteil für mich, weil ich echt eine Schissbuchse bin, dass ich mich halt solche Geschichten halt traue. Man kann tatsächlich auch echt bei wenig Wind super viel lernen. Und wenn dann der Wind zunimmt, dann könnt ihr so den Bewegungsablauf. Weichen des Tages. Du musst dich in die andere Richtung drehen. Falsche Richtung. Du machst eine Backroll und versuchst dann irgendwie im Blind zu landen. Echt? Ja. Yep. Versuch mal. Du fährst ja nach links. Ich fahr nach links. Also, ich muss den Kopf nie in die Richtung schmeißen. Habe ich das gerade eben nicht gemacht? Das sah aus wie eine Backroll. Scheiße. In welche Richtung drehst du dich denn? Ich habe mich versucht, da zu drehen. Ja, warte, das ist aber. Das ist doch richtig, oder? Deine vordere Hand in Fahrtrichtung bleibt an der Bar. Die vordere Hand, die Hand noch. Also ich spring ab, steck mal rein nach da und dann drehe ich mich nach da um. Ja. Okay, versuch es mal. Versuch ein bisschen mehr zu warten. Ja, ich springe nicht hoch genug zu warten. Es ist echt wenig Wind. Und mach mal einfach
kurzes Stück. Ja. Und da musst du Höhe laufen. Also Dorian sollte vielleicht ohne Boots zuerst üben. Mit Boots ist das als Anfänger ein bisschen schwieriger. Ja? Also ich finde, das sah gar nicht so schlecht aus. Meinst du? Ja. Ja, und der versucht nochmal. Weil wir ein bisschen kalte Bescheid bekommen. Also es ist definitiv zu wenig Wind, um es zu stehen. Aber ich lasse ihn mal probieren. Dann verliert er die Angst. Das ist eigentlich das Wichtigste. Den Rally to Blind versuchst. Ja. Versuch mal, weil so wenig Wind ist, nicht das Board zu weit nach hinten zu schmeißen. Konzentrier dich einfach mal darauf, einfach ein bisschen hochspringen beim Anlauf und versuch eine Drehung. Also auch nicht so stark anzukarten, weil dann bremst sich die Kite komplett aus. Ne? Richtig, es ist fast überhaupt kein Wind. Ja. Versuch einfach nur mal eine Hand von der Bar zu nehmen und dich zu drehen und irgendwie zu landen. Ja. Gar nicht also versuchen, gar nicht so stark an. Ja. Gar nicht in die Waagrechte gehen. Ja. Okay. Ein bisschen. Ja, ich muss es machen. Also wir müssen tatsächlich leider jetzt abbrechen, weil der Wind komplett eingeschlafen ist. Es waren 10 bis 20 Knoten vorher gesagt, aber ja, geht halt irgendwie gar nichts mehr jetzt. Ja, ist vorbei, ne? Feierabend! So, wir spazieren nach Hause und wir sind nicht fertig geworden, das heißt, es geht weiter. Bis morgen. Vielleicht.